Welcome back to another German food review, and it's Currywurst time. Meine Currywurst Classic, yeah, my Currywurst Classic from Sonnenbassermann. Quite expensive, 3 euros, and yeah, 400 grams, but only 150 grams of sausage. With yeah, it's not enough, I would say. 200 would be better. Yeah, 250 grams of sauce. Yeah, too much. But maybe it tastes good. It looks good. 3 euro. Yeah, let's open it. Okay, it looks yellow. And yeah, smells very good. Smells very good. Like curry. That's how it looks. Yeah, very thin. I like the sauce thicker. But yeah. Nutrition facts, yeah, that wasn't the best idea to open it right now. Had a whole yeah, cup, I don't know, over 700 calories, quite a lot, and a lot of fat, of course, yeah. Okay, and I don't have a cup for the microwave, yeah, I don't cook, but I have this here from yesterday, spaghetti carbonara, and this is coated, that's nice, nothing sticks to it, and yeah, it's clean. It was in the washer. Yeah, let's drop this in here. Yeah, that's good that the sauce is thin, so you can drop it, but yeah, it's not the best for the eating experience. Okay. And yeah, how long should we do this? Let's check it out. 600 watt, 4 to 5 minutes. Okay. And yeah, more sauce. Yeah, let's check out the size here. Yeah, what meat type is it? Where are the ingredients? Okay, it's pork. Yeah, that's good. Pork. Okay. And apple juice stuff. Nice. Yeah. Okay, I'll put it in the microwave and I'll be back in a couple of minutes. So, yeah, that's how it looks. And yeah, I'm low on battery and it's very hot. I can't hold it right in the camera. Yeah, but I have this here, so it's not that hot. Okay, and yeah, it's a very thin sauce. I actually planned to put this on a plate, but yeah, look at the sauce. That's too thin for a plate. Okay, let's take a look at the slice here or piece. It's very thin, very smooth on the outside. That's too thin for a currywurst, it should be thicker. Yeah. Oh, and I have the feeling that it will be very foamy. But yeah, let's try it. Oh, no. No, no, no. 3 euro for this. No, guys, that... I have no idea who would buy this. Yeah, you bite in it and you feel nothing. This is, yeah, it falls apart. Yeah, no, that's not really good. Okay, let me try this here. And the ketchup, maybe the ketchup is good, let's try it. But yeah, it's very thin. Okay, the ketchup is okay. That's a lot. Too much ketchup. Yeah, when I want a currywurst, then I want meat and not half a liter of sauce. But yeah, maybe this piece here is better. Let me try this. No. Okay. Yeah, look at this consistency. Yeah, this is super soft. Yeah, nothing to bite. Absolutely nothing to bite here. Very strange. Very strange. Okay.
Okay. Ja, so ein Bassermann. I don't know why this is so pricey. I don't like this. Ja, Rating 50%. It's just too smooth. Ja, try the Maika Currywurst or from the Lidl or so, from Discounter. This is better than this here. Ja, this is just too smooth. One more. Ja. It's gone. Okay. But there's a hot version available. But yeah, I don't think I will try this one. The sausages, that's not good enough. Yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. Und gibt's hier meine Currywurst, Klassik von Son Bassermann. Und die Fertiggerichte von denen sind schon, ja, ich weiß auch nicht, nicht so die besten. Obwohl es eigentlich ziemlich teuer ist. Ich weiß nicht genau, wer das kauft. Kauft ihr Son Bassermann und findet das gut. Jedenfalls gibt's hier Currywurst. Checken wir erstmal die Kalorien aus. Wo sind sie? Ja, 737 Kalorien, viel Fett, ja, viel Zucker, viel Salz. Ja. Und man macht es dann eigentlich in eine Schüssel rein, aber ich habe keine für die Mikrowelle. Deshalb habe ich dieses Ding hier benutzt. Das ist von Spaghetti Carbonara von gestern. Und das ist hier so beschichtet, da bleibt nichts dran kleben. Das ist sehr schön. Und ja, das war im Geschirrspüler. Und dann macht man das 4 bis 5 Minuten in die Mikrowelle. Und dann ist es fertig. Dann kommt das raus. Das erste, was auffällt, ist die Soße hier. Guckt euch das an. Ist super dünn. Super dünn. Ich wollte eigentlich erst auf den Teller machen, aber die Soße ist einfach zu dünn. Dann guckt euch diese Scheiben an. Ja, die sind auch zu dünn. Nochmal die Hälfte drauf, dann wäre es eine Currywurstscheibe. Ja, von diesem außenrum sehe ich mal ganz ab. Ja, das ist einfach eine Bockwurst. Und jetzt komme ich zu dem Finale. Ich beiß mal rein. Und es gibt nichts zu beißen. Das könnt ihr auch ohne Zähne essen. Ja, das ist sehr weich. Also es fällt sofort auseinander. Ja, wie gesagt, ohne Zähne würde auch funktionieren. Ja, würde ich nicht nochmal kaufen. Es gibt noch einen zweiten Geschmacksrichtung. Als scharfe Version. Aber da wird wahrscheinlich dieselbe Wurst drin sein. Und die ist nicht gut. Und hier viel zu viel Soße auch. Jetzt werde ich nochmal die Soße kosten hier. Ja. Nee. Ist nicht so gut. Dann der nächste Kritikpunkt ist, das ganze Ding hat 400 Gramm. Davon sind nur 150 Gramm Fleisch. Also 250 Gramm Soße. Ja, was soll man denn mit 250 Gramm Soße machen, bitteschön? Kann man so mit einem Löffel wegessen? Ja, nee, das geht nicht. Und dann sollten sie nur 300 Gramm reinmachen oder so, aber ja. Kennt ihr dieses Produkt? Mögt ihr so einen Bassermann? Ich kann mir vorstellen, dass Ältere das bevorzugen oder so, ich weiß nicht. Aber modern ist das nicht. Ja, die Büchse und so, die sieht ganz gut aus. Aber der Inhalt zählt. Ja, hier seht ihr noch die Instruktionen. Ja, und es schmeckt nicht richtig nach Currywurst. So, ja, ist so lala. Ja, okay, eins esse ich noch. Ja, 3 Euro dafür. 3 Euro verschwendet. Okay, eins, zwei und... Ja, ist langweilig, sehr langweilig. Deshalb gibt es als Rating auch nur 50%. Kann man nichts machen. Wenn euch das gefällt und ihr das kennt, sagt mal Bescheid. Vielleicht seid ihr ja so ein Bassermann-Fans. Ich glaube, ich werde keiner mehr. Ich habe noch ein anderes Produkt. Vielleicht ist das ja gut. Mal sehen. Und diese Schüssel hier gefällt mir. Da bleibt nichts kleben. Ja, werde ich wahrscheinlich nochmal benutzen. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.